My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, und ich habe euch ein Hähnchen mitgebracht. Johnny ist wieder da. Präsentierhand. Oh, da ist es. Und nun wird das erstmal schön bestrichen. Jawohl, geölt hier. Schön mit Olivenöl einpinseln hier. Die Gewürze müssen halten. Die Gewürze müssen dran halten, sonst fallen sie alle wieder ab. So, und als erstes nehmen wir uns mal eine schöne Tube Salz hier, genau. Schön salzen das Gerät hier, überall was drauf, sonst schmeckt's ja nicht. So, und als erstes hier schön Majoran hier, jawohl. Schön oben drauf, das schmeckt immer gut hier, wunderbar, das wird würzig. Hier genau, Kräutermann. Und nun, Thymian nicht vergessen hier, genau, Thymian drauf, wunderbar. Und was kommt wohl als nächstes? Oh, ein bisschen Paprikapulver, edelsüß hier für die Farbe. Soll ein bisschen schön rötlich werden. Und hier Pfeffer hier, für eine Handvoll Pfeffer hier. Oh, zwei Hände voll hier. Schön da drauf hier. Jetzt reiben wir das mal ruhig da so dran. Ja, ein bisschen schmierig, aber sieht nachher gut aus. So, das sieht doch schon mal richtig fein aus hier. Ah ja. Nun, haha, wir drehen es um und dann die gleiche Show so nochmal. Hier Salz. Majoran, Thymian, hier Pfeffer und hier alles da noch reinfeuern hinten, das gleiche, ne? Und nun hier die Haut ein bisschen abziehen, mit dem Daumen da runter irgendwie. Versuchen, ihn ein bisschen loszukriegen, genau. Ein bisschen mit dem Finger da reinlunsen hier, genau. Und jetzt feuern wir da mal so ein Scheibchen Butter rein, Kräuterbutter hier. Schön hier ein paar Scheiben reinstopfen, so viel wie geht. Leute, das schmilzt nachher und dann ist es weg. Und noch ein Scheibchen. Oh. Ja, könnte man auch schon sofort naschen an der Kräuterbutter. Und jetzt, jawohl, Zwiebeln zu unseren kleinen gehackten, was ist da rechts in der Ecke da unten? Ihr wisst es natürlich, Birnen. Weil Birnen sich wie Bier anhören, ne? Wieder Paprikapulver oben drauf hier, ne? Und hier scharfer hier. Scharfer hier, was ist das hier nochmal? Hier, das Chili-Pulver hier, genau, Chili-Flocken, genau, das kommt da noch rein. Und jetzt salzen wir das nochmal, das wird nämlich die Füllung, Leute. Ja, genau. Und, ja, da kommt hier Thymian auch nochmal da drauf, hier, wunderbar, so. Und was haben wir noch? Haben wir alles? Jawohl, Majoran auch nochmal hier, genau. So. Ach, hier, Thymian, ne? Genau, das andere war hier Majoran. Ne, das war Majoran. Naja, egal, eins von beiden drauf und dann jetzt hier hochgestellt das Gerät hier und alles von hinten rein. Lunsen hier, immer reinpacken hier von hinten. Da, genau. Das sieht doch fein aus hier. Immer schön ein paar Kellen rein. Bis das ganze Ding richtig gestopft ist. So, jetzt habe ich hier so ein paar Metallspieße. Da gehe ich mal durch so eine Öse durch da, mal reingestopft, so als Hilfe, ne? Und jetzt gurte ich das hier mal so zu hier. So, ach, abgerutscht, scheiße hier. Dreh da noch ein bisschen dran, fummel da und dann jetzt hier ordentlich umwickeln hier. Wie so ein Indianer im Matterfall festbinden hier, genau. Abgeschnitten. Andere Seite auch nochmal da alles dran binden und hier, dritte Hand geholfen hier. Nichts, nochmal hier und jetzt dran. Also, Zwiebel erstmal aufstecken auf unserem Spießgerät hier. Oh, klappt doch wunderbar hier, ne? Draufschieben, jawoll, super. Und festgegurtet. Und dann von hinten reinlunsen, das Spießgerät. Ne? So, da spießt man das jetzt auf hier. Genau, wunderbar. Ja, ja, das Hühnchen, das hat's gut. Ne? So, jetzt hier Zwiebel vor und jetzt hier der andere Spieß da rein. Stoppen, genau, hier. Ein bisschen Gewalt muss sein. Und jetzt festdrehen hier, genau, damit er nicht weg kann, ne? So, nun bereiten wir uns mal schnell zum Grillen vor hier. Kohle reinschütten, indirekt hier, zwei Zonen, links und rechts, ne? Und, ja genau, schön reinschütten. Gitter drauf, Aluschale drauf.
Bier drauf. Jawohl. Und 5 Kannen in den Hals erstmal vorher, ne? Das gehört halt dazu zum Rezept. Und nun, ne, Ring drauf für Drehspieß. Und Drehspieß rein, ne? Und nun, ihr wisst, was kommt, ne? Ich schalte einfach mal ein hier. Jawohl, er dreht sich. Und Deckel drauf. Ja, wunderbar, ja. Super Ding. So, nun tun wir einfach oben auf dem Deckel und den Rest von unserer Kräuterbutter da drauf schmelzen. Ja, und das, oh, der Hälfte der Garzeit, so 45 Minuten, sieht das Ganze schon mal so aus. Und dann schütten wir da nochmal schön ein bisschen Kräuterbutter oben drauf. Sieht das nicht geil aus, Leute? Oh, könnte man reinbeißen. So, oh, wie sich das dreht. Oh. Ah ja, das ist doch fein. Ah, ja. Wunderbar, ja, das ist doch mal. Nach 90 Minuten ist das ganze Ding dann fertig. Da muss eigentlich nochmal der Deckel drauf. Ne? Und nun, Leute, Deckel drauf. 90 Minuten später, ne? Hier ist schon mal das Rezept, was gerade besser aussieht. Sieht das ganze Ding so aus. Ich säg mal an hier. Seht ihr, wie der Saft da rausläuft, ey? Wenn jetzt einer nochmal erzählt, das wäre hier nicht saftig, ey. Dann weiß ich es auch nicht mehr, ey. Ich weiß gar nicht, was wir den Leuten dann verkaufen sollen. So, das sieht doch wunderbar aus. Hier die Keule hier, da innen drin, hier fertig gegart, ne? Jetzt versuche ich das abzusägen, aber irgendwie geht's nicht ab, ne? Das liegt vielleicht an dem stumpfen Messer, was wir da wieder haben, ne? Ach, so ein Mist. Ich muss mal demnächst investieren in eine Geflügelschere oder irgendwas in der Richtung hier. Naja, aber demnächst mal, ne? Irgendwie kriegt man es ja immer aufgegessen, ne? So, ja, guck mal an hier. Sieht das nicht prall aus hier? Leute, ihr wollt bestimmt gleich auch nochmal die Füllung sehen hier. Ich mache hier mal ein bisschen den Kurbler hier. Ja, so, zack, da ist es. Nochmal präsentiert hier. So, jetzt gucken wir da noch mal ein bisschen rein. Ja, ich versuche mal irgendwie was da abzuschneiden. Ja, ja, hier. Nee, warte, hier, nee, doch, da oben hier. So, und hier, ah, jawohl, das ist mal ein Stück Brust oder was? Brust oder Keule, ne? Dann nehme ich doch lieber die Brust hier, ne? So, nun hier, operieren wir das gleich mal auf, ja, genau. So, oh, da ist es. Zack, aufoperiert. So sieht's von innen aus, warte. Ich zeig's euch nochmal. Moment. Ja, da ist es wieder. Ah, das ist unsere gute Füllung. Und nochmal. Ja. Freunde, das kann man sich doch immer wieder angucken. Und wieder auf. Jawohl. Das ist es. So, Freunde. Grillt's nach und ballert's euch rein, Freunde. Bis zur nächsten Woche. Ciao.